Und weiter geht es mit einer saftigen Steak-Folge Meet Your Maker. Und ich würde sagen, wir raiden heute wieder weiter, Leute. Ich habe gerade richtige Raid-Laune. Ich kann euch einmal ganz kurz zeigen. Also ich habe direkt wieder weiter im Anschluss gemacht. Hier ist noch gar nichts passiert. Hier unsere beiden Champion-Basen. Zwei Reihen, 16, oh, 180 Kills mittlerweile, ne? Leider wird die bald 10 sein. Danach ist sie finito. Dann werde ich aber für euch auf Sozial stellen. Dann werde ich aber auch ein bisschen umbauen. Weil ihr kennt die doch, Leute, ihr kennt die doch. So. Ja, das, ja. Muss ich nicht viel zu sagen. Ich würde sagen, es wird weiter geradet. Wir schauen erstmal bei gefährlich. Also ich würde ganz gerne bei den beiden hier weiterleveln oder wenigstens hier noch. Was ist das für ein Ding hier? Oben ist doch, das ist doch ein Killraum. Will ich doch wieder. Ey, das muss, den muss ich irgendwie mal weghauen. Das sieht geil aus. Das sieht doch mal knusprig aus, Leute. Weil durch knusprige Außenposten kommen natürlich auch knusprige Folgen zustande, Leute. Wir wollen es ja immer knusprig halten, ne? Wir wollen ja keine Laberfolgen. Wir wollen ja keine Pommes, die schon fertig gemacht wurden und einen Tag rumliegen. Ihr wisst, was ich meine. Dann schmecken die einfach nach Pappe. Nein, wir wollen es knusprig. Richtig saftig, knusprig, deftig. Sucht euch was aus. So, dann schauen wir mal. Das sieht aber cool aus. Muss ich mir gleich von außen nochmal sagen, nicht, ist es irgendwas runtergefallen. Ich glaube, ich habe aber alles eingesammelt. Sieht cool aus. Gefällt mir, also der Stil gefällt mir schon mal mega. Da wurde sich definitiv Mühe gegeben. Und ich meine. Ach, leckt das auf einmal. Unten geht es auch nochmal lang. Ich wollte es mir aber einmal von weit nochmal anschauen. Stufe 7. Sieht auf jeden Fall geil aus. Unterschreibe ich so mit TÜV-Siegel und Stiftung Warentest. Hip Baby Melch. Dafür steht für meinen Namen. Das ist eine wahrhaftige Base, Leute. So. Also, Folge fängt gut an. Ich schon wieder zurück. Oh, Alter, was? Okay. Wir haben hier also einen Kampf. Okay. Ich verstehe, wie die Base aufgebaut ist. Dann sollten wir es auch so spielen, Leute. Was? Okay, ich muss irgendwie. Okay, ich. Irgendwem erwische ich. Oh nein. Knappe Kiste. Okay, so weit, so gut. Soweit, so gut, Leute. Haben wir alle weg? Ich glaube, ja. Ich glaube tatsächlich, ja. Das hat Fun gemacht. Hier unten geht es dann rein. Oder wie? Oder kam ich von hier unten? Ich kam von hier unten. Alles klar. Hier oben müsste es dann reingehen, ne? Alles klar. Aber wo geht's jetzt wirklich lang? Okay, Sackgasse. Wir laufen mal den Weg hier entlang. Laufen den Weg hier lang. Aber die gefällt mir. Boah, was machst du da? Nicht, dass wir jetzt wegen so einem dummen Fehler jetzt drauf gehen. Okay.
hoffe, wir haben alles an Fallen weggehauen. Das heißt, wir hier rein, ne? Okay. Alles voller Blut. Und ich glaube, hier wird es doch jetzt Fallen geben, oder? Nein? Warte mal. Alles klar. Wir könnten auch den normalen Weg rausgehen. Aber ich gönne. Okay. Ich gönne, Leute. Wie hat er noch von denen? Sondern eine Falle. Er wollte mich einfach nur ins Verderben kicken. Gut. Nicht geschafft, Bro. Hast du leider nicht geschafft. Oh, passt. Passt doch, okay. Ich dachte, das war's jetzt. Aber anscheinend nicht. So, dann schauen wir mal. Uns hier noch Schönes erwartet. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, glaube ich. Obwohl, ob es kommt nichts mehr, oder? Aber man weiß nie. Man weiß nie, Leute. Nein, okay, gut. Ja, war geil. War definitiv geil. Das war schon mal ein knuspriger Anfang. Bin gespannt, vielleicht kriegen wir noch irgendeine coole Champion Base oder so. Ich hoffe es, Leute. Ja, ja, ich hab was Leckeres für dich. Ich hoffe, was Leckeres für dich. Schade, dass die sich nicht nach der Zeit irgendwie so weiterentwickelt, ne? Das wäre geil, wenn die das so machen würden, dass sie sich nach der Zeit weiterentwickelt und man dadurch neue Waffen und sowas freischaltet. Dann haben wir einen Spielreiz da, Leute. Okay. Sieht nicht besonders aus. Sieht schon lustig aus. Und was ist hier? Oh, wow. Okay. Ich glaube, da müssen wir nicht lange drum rumreden. Gehen in die brutale Champion Base. Bin gespannt. Echt gespannt, was mich da drin erwartet. Keine Ahnung. Warum machen die fest, dass es eine Champion Base ist? Auch wegen der Länge, wie lange man da drin braucht? Könnte sein, ne? Könnte doch sein. Okay. Wir holen uns erstmal die Grabstätten. Ray braucht seinen Bonus. Aha. Geht doch auch, oder? Nein? Doch. Alles klar. Was hat er dann doch gemacht? Ich hatte gedacht, das ist free. Ich dachte, wir werden hier gratis verwöhnt, aber leider nicht. Hä? Werden wir hier durchgeschickt? Ja, Bro, das habe ich mir schon fast gedacht. Das nicht. Das habe ich mir jetzt nicht gedacht, da war ich ein bisschen voreilig. Aber gut. Hab's überlebt. Ah, ich weiß nicht. Ich hoffe, das ist kein einfach so ein großer Raum. So langsam befürchte ich das nämlich. Aber wer weiß das schon. Wir müssen halt rein. Aber sieht cool aus. Halt cool aus. Aber wo geht's hier überhaupt rein? Wo ist der Eingang? Ah, warte mal, schau mal, da hinten ist ja auch noch was. Ja, ja. Sehr gut. Hier ist ja auch noch was. Spann dich, Bro.
Oder ist das hier der richtige Weg? Ist der Eingang? Scheint mir doch schon relativ groß. Ich denke, das ist der richtige Eingang, ne? Okay, hier werden auf jeden Fall Fallen sein. Das muss der richtige Eingang hier sein. Okay. Ja, das ist der... was haben wir hier? Hier für Schleim. Ich laufe auch noch rein, Leute. Ja, Leute, da sind wir wieder. Und ich habe gerade mal hier nachgeschaut. Die sind irgendwie weg. Ich hätte da voll Bock drauf gehabt, aber das wurde mir jetzt weggenommen. Hier sind voll wenig Fallen. Sehen alle nicht so geil aus, die Champion Basen. Hatten wir die nicht schon mal als Vorschlag bekommen? Das ist jetzt schade. Ich hätte echt gerne gemacht. Aber mache ich... Ahnung. Hey, keine Ahnung. Ich nehme jetzt einfach die hier. Das war schade. Ich glaube, das wäre echt cool gewesen. Ja. Hätte ich diesen Fehler nicht gemacht, dann wäre ich ja... Dann hätte ich überlebt. Stufe 9. Oh, das ist so ein kleiner, enger Keller wahrscheinlich, ne? Und ekliger Keller. So, da war doch ein Kriegstreiber gerade. Oder zwei. Achso, den habe ich direkt. Okay. Den habe ich direkt wegbekommen. Ups. Und weg mit dem Ding. Bin ich mir jetzt. War auch irgendwie wieder klar. Aber bis jetzt diese Champion Base hier. Easy Roni. Sind hier irgendwie Greifhaken? Keiner, ja. Ups. Hab einfach keinen Schuss mehr gehabt. Ich werde hier oben festhängen. Alles klar. Hätte mich fast mein Leben gekostet. Aber so ist das nun mal. Unsere Mom hat Hunger auf Fleischbrötchen. Alter, weh, da liegt, ne? Ups. Man weiß ja nie. Ich denke, wir sollten hier aber easy rauskommen. Bin ich auch einfach ganz schnell hier so durch, ne? Mach mal so eine schnelle Nummer. Ups, ich habe doch gerade F gedrückt noch. Naja, weil ich wieder so Spielereien gemacht habe. Na gut. Na gut. Habe ich mir halt erlaubt. Ray macht immer wieder komischen Kram, Leute. Ihr wisst es doch. Ihr wisst es doch. Sonst hätte ich geguckt hier und dann so. Hätte ich hier nochmal so geguckt. Ja, war nichts Besonderes, ne? Champion Base. Ich bin nett. Ich bin nett. Hauptsache, wir haben unsere Grabstätten bekommen, dann ist Ray zufrieden. Ja, ja, ist ja gut. Ist ja gut. Eine Mittelalterburg. Okay, das brauche ich eigentlich gar nicht, aber es sieht interessant aus. Warte, ich merke mir das. Hey. Nein, 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 die... Ich vergesse die. So, ich vergesse diese Base... Was ist denn das? Nee, also bis jetzt nicht wirklich was gecatcht. Hier nochmal. Nee, irgendwie. Nein. Machen die. Wir machen die Burg.
Auch wenn ich es nicht brauche. Wir machen diese Burg, Leute. Stufe 1 ist anscheinend auch noch frisch in den Kinderschuhen. Aber warte mal. Wir von hier oben schauen. Die sieht nur einfach wie eine Burg aus. Schade. Ich dachte, wir werden jetzt irgendwie da durchlaufen, durch die Burg geführt und so. Oh nein. Alles nur Fake. Alles nur Fake, Leute. Ach komm, okay, okay. Da mache ich ernst. Dann mache ich ernst. Ich dachte, ich mache so ein Slippity-Doodle dadurch. Ihr wisst schon, was ich meine. Dann macht Ray ein bisschen ernster. Ein bisschen hier, ein bisschen da. So. Dann haben wir erstmal alles weg. Und so wegkommen kann. So. Ganz einfache Geschichte, ja. Gut, da könnten wir sowas hier machen. Hier hängt ein Blut. Kram. Ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst doch, was ich meine. Von wo kamen wir jetzt? Von hier? Nee. Ey, ey, Kollege, ja? Beruhig dich hier mal. Jetzt einfach an jeder Ecke Spikes gebaut. Na gut. Er liebt Spikes und Bolzen. Oder eine Grabstätte. Hier drin, oder? Der Fallen? Ehrlich? Einfach so gratis? Einfach so gratis. Das ist schön. Da geht mir das Herz auf, Leute. Hier geht's nirgendwo hin und hier geht's auch nirgendwo hin. Außer hier, nach hier oben. Da kommen hier keine Fallen. Hier, oder? Nein? Hä? Ich bin verwirrt. Bin verwirrt, Leute. Ich hätte gedacht, da wird jetzt alles voller Fallen gebaut, aber nein. Anscheinend nicht. Ah. Ach komm, jetzt war ich unvorsichtig. Ja, super. Ah, was tue ich da? Kann ich sagen, dass ich bei so einer... Egal, wir gönnen ihn. Ist Gramm auf Stufe 1, ja. Sei ihm gegönnt. Komm, hauen wir hier ein Ding rein. Oben. So. Doch schön. Doch einfach wunderbar. Weg damit. So. So geht's auch, meine Freunde. Machen wir jetzt sowas hier. Dann machen wir so eine Geschichte. Können wir auch gerne machen. Ich einfach wegen so einem Billigfehler draufgegangen bin, aber na gut. Er hat mich bekommen. Warte mal. Hier? Hier drin?
okay, ja. Ich dachte, hier geht es irgendwo hin. Oder warte mal, habe ich irgendwas übersehen? Nö. Fehlalarm. Ich dachte schon, ich habe jetzt irgendein Secret Room entdeckt. Keine Ahnung. So, einfach jetzt hier schnell durchmarschieren. Ohne Stress oder sonst was. Ja, ja, ist ja gut. Gut, hätte ich das nicht mehr gebraucht, aber was soll's. Ich weiß nicht, warum ich da so oft drauf gegangen bin hier. Ich weiß nicht, warum mir das passiert ist. Aber wie gesagt, die sah am besten aus und wir gönnen. Gönnen, Leute. So, oh nein. Diese Besenseher, ne? XP, ja gut. Wehe, du lügst mich an. Wehe, du lügst mich an. Oder mit der XT? Heil oben. Gut. Machen wir das mal. Ja, er hat recht. Ja, ich bin so ein Opfer und ich werde einfach getroffen. Bei einer gratis XP-Farm. So. Jetzt verstehe ich. Und ich werde trotzdem getroffen. Das gibt's doch nicht. Nee, ich will es schaffen. Machen wir jetzt sowas. Jetzt habe ich verstanden. Coole Idee. Ups, warte mal. Und ich Lappen geht da natürlich drauf. War doch mal wieder klar. Gratis ist immer gut. Ja, aber wie kommt der Ernte? Achso. Alles klar. Aber wo sind die Grabstätten, Bro? Schön und gut, gratis Erfahrung, aber wo sind Grabstätten? Hä? Oder wenigstens eine. Aha, warte mal, ich hör's. Nee, hier nicht. Und hier oben? Geblieben oder? Hä? Hier hinter? Oben, ah. Das hätte doch ein bisschen besser markieren können. Aber egal. Wir haben's. Und runter auch mit dir. Ach so, ja, ja, okay, ja, ja. Ach, mhm. Ich war einfach nur blind. Gut. Was ein Ehrenmann. Alles klar. Das war mir jetzt nicht so bewusst. So, du wirst gefüttert. Ups. Ja, wann bist du denn groß genug, mächtig genug, damit du hier raus kannst? Alles klar. Leute, ich würde sagen, das war's dann auch mit dieser Folge. Wie immer, bewerten und kommentieren nicht vergessen. Sonst würde ich sagen, bis zur nächsten Folge wieder.
Ciao.